Hey YouTube, was geht? Wisst ihr, wenn ich eins im Leben gelernt habe, asiatische Eltern bzw. Großeltern sind sehr sturköpfig. Und es gibt Dinge, die sie niemals verstehen bzw. akzeptieren werden. Wie zum Beispiel Tattoos. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Eltern sind gar kein großer Fan davon. Und warum? Weil nur Gangster sowas tragen. Baba, ich finde Tattoos ganz toll. Ich glaube, ich mache mich hier eins drauf. Ha? Was du gesagt? Du denkst das cool? Das nicht cool. Das ist Musik! Hä? Ich bin volljährig, ich darf machen, was ich will. Du volljährig? Mag was du wie? Okay, okay. Maisare! Was sie auch niemals verstehen werden, ist Camping. Hey, wohin du gehen? Ich geh campen mit meinen Freunden. Campen? Zu Hause nicht gut genug für dich? Ja, ist ja alles gut. Aber ich möchte auch mal raus in die freie Natur. Alles schön genießen, am Lagerfeuer sitzen. Und schön Essen machen. Essen machen? Joi, joi, mein Kumpel no kommt. Wieso die sagen, why no gesi? An mein Ankada. Und was mag mit Verbrecher? Du gleich hier Tür aufmach und dann schlafen. Genau, gleich selber. Aber Baba, ich bin noch richtig. Nein, 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 du zu Hause. Die Camping, ja, komm du, Digga. Da wird mein Sache, ja, du, ne, kann nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar unsere Musik. Die werden sie auch niemals verstehen. Hey. Du denkst du jetzt was, oder? Du nix was, deine Pipi noch immer so klein. Ja, okay, das letzte Mal ein bisschen übertrieben dargestellt, aber es stimmt wirklich. Was fandet ihr am witzigsten und an meine asiatischen Kollegen da draußen? Gab es andere Dinge, die ihr niemals machen durftet? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Vielen Dank an die Creative Forge, das ist ein Projekt von der Bavaria. Und falls du Tipps, Tricks zu deinem Channel bzw. zu deinen Videos brauchst, dann komm einfach vorbei, die Tür steht dir offen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baby, there is a place where we can go.